nicht. Also gut, okay. Ja. Nicht abonnieren, nicht Daumen hoch geben, nicht teilen, nicht favorisieren. Jo, kein Respawn. einfach nur zuhören und Scheiße finden. Stichpunkte schreiben, die man vielleicht mal... Das haben wir schon versucht, das hat nicht funktioniert. Das klappt nicht. Es heißt, du bist so ein Deko, du wie du hast du dich aus der Autorität ohne Grund, der Podcast ohne Plan. So, okay, bevor wir jetzt dann diversen Ecken auftreten, wir diskutieren heute jetzt anscheinend wieder mal über Synchronsprecher, anscheinend. Und übrigens, hallo, ja, wir sind heute zu dritt nur mit Neo Kamoe und unserer Neuerwerbung Devin, der uns irgendwie so zugelaufen ist hier im Teamspeak. Ich weiß nicht, wie bin ich hierher gekommen? Er hat einmal falsch abgebucht und kam in unser Zuckerhaus. Konemichi musste mal wieder die Serverleitung verkacken. Oh je, so. Yeah, und Azura musste uns verlassen wegen Erkältungsproblemen. Deswegen haben wir jetzt ein neues Opfer adoptieren müssen. Und um unsere vorherige Frage zurückzukommen. Azura hatte akute Schluckprobleme. Na komm, das Niveau muss sinken. Das muss ja einer verantwortlich sein. Sinken, und das Dumme, ja, aber was du hier machst, ist Nuklearverlichtung. Nein, ich schieße mit der Triple A Wonder. Ich schieße mit der Triple A Wonder. Und die Nautilus steht schon hinten dran, also ich warte nur drauf. Titten. Yeah, Titten sind immer gut. Nee, was, ich weiß nicht, ob gerade die Gitarre im Hintergrund zu hören war. Nee, wirklich so, aber egal. So, egal. Was denn, ist so. Wee, I believe it coming. Na, was? Nee, danke. Schlimm. Der war billig. Ich weiß. Wir sind gerade billig. Ja, auf Discount. Also, nee. Wir waren gerade rein theoretisch bei der Thematik Synchronsprecher. Jo. Du sagtest, dass Synchronsprecher irgendwie heutzutage nicht wirklich so das Wahre sind. Nein. Ich sag mal so, stimmentechnisch gut. Schauspielerisch mies. Aber da lebe ich im Essen nicht einmal den Synchronsprecher schuld, sondern einfach nur dieses ganze Gehetze, den sie in den Studios wirklich, hey, was, zwei Takes? Zwei Takes sind viel zu viel. Was, das Skript zweimal durchlesen? Nee. Tippfehler machen es authentisch. Und dann gut übersetzen? Nee, Bubblefish reicht uns. Ach. Na, da fehlt noch was. Du darfst noch was nicht vergessen, außer dem... Es gibt ja noch unsere lieben Fans, die genauso wie beim Gaming auch die Synchronsprecher kaputt machen, indem man sagt, was? Der Typ schon wieder? Der schon so viele Hauptrollen hatte, à la Sebastian Scholz zum Beispiel, der nicht. Der wird dann für Sachen eingesetzt, die, bitte euch, Koji's war ja der totale Reinfall, alleine schon Chizu, die Stimme von Revi aus Black Lagoon für Chizu. Aber. Ich hab Code Geass gefeiert, von vorne bis hinten. Das sagen die meisten, ja, witzigerweise. Aber Code Geass, die deutsche Synchro, war Grotte. Man hat Sebastian Schulz, eine Stimme, die man schon kannte von anderen Clamp-Werken, ganz besonders in Hauptrollen, hat man für Gott fucking Rewald eingesetzt. Für eine scheiß Nebencharakter, der ein paar Mal im ganzen Ding zu sehen ist und einen auf Klassenclown macht. Aber ganz ehrlich, ich hätte niemals diese Stimme für Lelouch oder für der Kusaku. Typ, dessen Name bestätigt, Kusaku, danke, gewollt. Niemals. Genau, ja. Ja, warum nicht? Also die Stimme von Sebastian Schulz für Susaku hätte gepasst. Alleine schon, weil Susaku schon aussieht wie ein Fuma-Abklatsch. Also, ich bitte dich, da hätte es gepasst, weil die Stimmen, die man genutzt hat, Lelouch klingt wie ein Triebtäter und Susaku wie ein kleines Mädchen. Also, ich finde, ich habe mit den Stimmen kein Problem gehabt. Ich fand die eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ich habe mit den Stimmen auch keine Probleme. Mein Problem ist das Großteil, dass wie der Text vorgetragen wird. Es ist einfach kein Schauspieler... Ja, die Betonung und die schauspielerische Hingabe. Weil das ist einfach nur, du hörst, wenn du die Augen zumachst und einfach nur zuhörst, hast du nach 5 Minuten nicht einmal mehr die Charaktere vor Augen oder du hast sie überhaupt nicht vor Augen, sondern es ist immer nur irgendjemanden vor dem Mikro oder den Text runterlabern.
Es ist einfach so dröge und so vom Fließband runtergewürgt. Moment, da fällt mir gerade was ein. Oh, jetzt der kommt's. Lebensstrom. Und ich lese auch gar nicht vom Blatt ab. Damit begann's. Und das war schon ein AAA-Titel. Das war nämlich Final Fantasy VII Advent Children. Die deutsche Synchro war Grotte. Absolut Grotte. Die Stimmen waren gut, bloß die Betonung und das schauspielerische Grotte. Und so ist es heutzutage nur, weil wir heutzutage Billigproduktionen haben. Die einzigen, die noch wirklich Synchronsprecher haben, die noch irgendwo leistenswerte Arbeit leisten, weil man einfach dreimal so viel Geld in die scheiß Synchronsprecher investiert, ist Universum. Die restlichen Publisher, bam. Don, du bist wieder extrem präsent mit deinem Gerausche. Ich mach überhaupt nichts. Ja, keine Ahnung, man wird der Mikrofon so machen oder so, ich weiß auch nicht. Okay. Man hört Rauschen, oder wie? Man hört Rauschen, man hört dich atmen, man hört, wie du irgendwas mit dem Mund anstellst. Okay. Wow, also Neo, du auch, oder? Nö, das Atmen kam von mir. Okay, ich habe nicht aufgehört zu atmen. Sorry. Okay, Moment mal kurz. Wait, das Master-Volumen mal ein bisschen runterdrehen, sorry. Es fiel mir gerade so was ein. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, ein Anime zu schauen. Da hat sich irgendwie wieder im Sande verlaufen mit einem Gucken. Das war Kill la Kill. So ein Titel, der mich ja schon länger interessiert hat. Und ich bin ja tatsächlich, da ich ja selber auch Synchronsprecher werden will, bin ich ja ein Fan von der deutschen Synchronisation. Und habe ich mir dann Kill la Kill die ersten zwei Folgen mit deutscher Synchron geschaut. Und es war das erste Mal in meinem gesamten Leben, dass ich das irgendwann nicht mehr ertragen habe und auf die Japanisch mit Sub umgestiegen bin, weil mich die Stimme von der Protagonistin so angenervt hat. Ich meine, ich kenne sie ja von Sato von Detective Conan, aber ich fand die da so unpassend, dass mich das so genervt hat. Nein, also da muss ich sagen, da hast du noch nicht mal die Spitze des Eisbergs gehört. Da hast du echt noch... Das ist noch gar nichts. Also du kannst dir gerne noch schlechtere Synchros anhören, ich sage nur Käse. Also beim Käse, da kriegst du Synchros, die sind... ich sage nur, da hätte ich ein richtig gutes Beispiel, Aono Exorcist von Käse. Die erste Folge alleine reicht schon, um einen den ganzen Anime mies zu machen. Also es gibt Synchron, ich kenne ja den Synchronsprecher von Kirito und bisschen, weil ich den mal im Backstage-Bereich kennengelernt habe. Und ich muss sagen, die Synchronsprecher von Peppermint sind noch human. Also es gibt schlimmere. Und ich muss sagen, Universum hat wirklich gute Arbeiten. Bei Universum bin ich auch immer froh, wenn ich von dem was kriege, weil deren Titel sind wirklich gut. Bei KSM muss ich sagen, da hast du noch größeren Horror. Und wenn ich bedenke, dass die No Game No Life, Bakemonogatari und einige andere so wie Gintama lizenziert haben, kriege ich jetzt schon den Albtraum. Ich kann mir gar nicht mal vorstellen, wie die das machen wollen, das Ganze zu übersetzen, bei ihnen damals so viel den wünschen Wortwitz rüberzubringen. Oh ja, dazu alleine, wie sie das alles bringen wollen, ohne dass sie die Bandai-Lizenzen verletzen. Hier oben rein! Weil, wie gesagt, ich bin kein Freund von KSM. Ganz besonders KSMs Kampfankündigung, dass sie Nummer 1 auf dem Anime-Markt Deutschland werden möchten, DAC. Sagen wir so, da ja immer weniger Competition, wie man so schön sagt, im deutschen Sprachraum, werden sie es gerade mal so schwer haben, glaube ich fast, oder? Das Einzige, was sie brauchen, ist langen Atem und viel Durchhaltevermögen. Und das Einzige, was sie brauchen, ist sind zwei Atombomben für Kase und für den Käse und für Peppermint. Und dann eventuell in gezielten Scharfschützen für Universum. Das war's dann. Mehr brauchen die nicht, weil da gebe ich dir recht, Nipple Arts wird es derzeit nicht schaffen, weil Nippon Arts ist einfach gerade, sagen wir so, dass die Helsing mal geschafft haben, die Ultimate Edition. Dass die Helsing Ultimate mal nach sonst wie vielen Jahren geschafft haben zu komplettieren und das zu verkaufen, jetzt auch auf Blu-ray, das ist schon eine Meisterleistung für Nippon Arts. Das war wahrscheinlich auch schon eine finanzielle Meisterleistung. So, wenn wir aber jetzt mal die wirklichen ernsthaften Konkurrenten angucken. Universum kloppt nicht viel raus, dafür aber in hoher Qualität und hochwertige Titel. Alleine jetzt die Madoka-Sachen nochmal neu aufzusetzen auf Blu-ray und dann natürlich den Film, den Rebellion, rauszubringen. Das kann, das haut natürlich Universum weit nach vorne. Mit einem verdammten Titel.
wo andere dagegen drei Titel raushauen müssen, um auf die gleiche Sache zu kommen. Also das ist schon krass. Dann hätte man natürlich noch Peppermint. Ich weiß, du bist mit Peppermint nicht immer grün, Don, aber ich muss sagen, Peppermint... Sag mal so, man sieht, dass sie sich anstrengt. Also sie strengen sich ja, an. Das wollte ich auch sagen, dass Peppermint zumindest sich bemüht. Aber wenn ich sagen muss, die SAO2-Synchro kann ich mir nicht auf Deutsch antun. Alleine schon, weil Sinon die Stimme von Mari hat. Und damit ist es für mich schon erledigt gewesen. Damit ist der ganze Anime nicht ernst nehmbar für mich. Wenn das einzige Problem wäre, wäre es mir eigentlich egal. Aber ich kann mir SAO2 schon so nicht geben. Also. Na, ja, SAO2, das muss man sich wirklich antun können. Dafür muss man schmerzresistent sein. Also ich muss sagen, ich fand das interessant, bis GGO vorbei war. Und dann habe ich eine Folge weitergeguckt und dann habe ich mittendrin abgebrochen. Tut mir leid, aber GGO war der größte Rotz aller Zeiten. Also ich war froh, als diese Grütze, die 15 Folgen gefressen hat, die zu 7 Folgen fast nur aus Sinon bestand und ihrem gottverdammten Hintergrund und ihrem verdammten Emo-Gelebe, weil sie mit jemandem abgeknallt hat und damit Leben gerettet hat und das nicht in ihre Birne gekriegt hat, bis das der fucking overpowered Main Character ihr mal in die Birne geballert hat mit seinen Freunden. Sorry, das war echt so eine Grütze. Genauso wie gerade Grütze ist, dass mir hier irgendwie hier komische Werbung aufpoppt. Ich hasse sowas. Bloß, wie gesagt, das war Grütze. Und dann erst mit dem Calibor ging es für mich wieder ein bisschen nach oben, weil Calibor war interessant. Die Second-Geschichte, Mother's Rosario, war einfach deshalb so genial, weil dann auch noch das mit diesen einen Final Fantasy Online-Player passiert, wo man dann diese Versammlung hatte, kurz vorm Finale, wo das Finale und das Real Life sozusagen so ein Déjà-vu hatte. Das war einfach so eine Sache, das war einfach perfektes Timing, das hat auch richtig gefetzt. Doch sonst muss ich dazu, es war eben auch ein bisschen, sobald die Themen ein bisschen ernster werden und endlich mal wieder ein bisschen mehr Plot ist und nicht nur halbnackte Weiber mit Knarren, ist es schon interessanter für mich. Weil ich muss sagen, SAO hat eigentlich eine Menge Tiefe, wenn man sich mal die Novels anguckt. Das Problem ist bloß, die Portierung auf Anime ist einfach grottig. Das beste Beispiel dafür hätte man auch Zero no Sky mal. Oder auch Toaru Majutsu Index, aber wenn wir damit jetzt anfangen, sind wir noch morgen hier. Wenn wir mal mit Light Novel und Anime-Portierung reden, da sind wir dann noch morgen hier und werden nicht fertig. Ja, doch, durchaus, ja. Naja. Wie ist jetzt gerade mein Audio? Ich habe ein bisschen herumgefummelt. Ist besser. Am Computer, nicht an mir. Ja, danke schön. Danke für diese Info. ich habe jetzt dann die Rauschunterstützung ein bisschen herumgeändert. Ich weiß auch nicht genau. Es war bis jetzt eigentlich letzten paar Aufnahmen eigentlich immer okay. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade so dermaßen derbe ist anscheinend. Ja, egal, also nennen wir es einfach bei meinem Namen. Wir nehmen es ja meistens so. Wir sind nicht extrem beleidigt der Situation gegenüber. Sie könnte aber wesentlich besser sein. Okay? So ist es. Sagen wir es mal so, es ist dieses alte leidige Thema, das Leute aufbringen, wie gesagt, auch wieder mal die typischen Fans, unter Anführungszeichen, mit zwei erhobenen Mittelfingern. also quasi, in diesen Airquotes einfach nur den Mittelfinger hoch und runter bewegen. Die einfach alles sich schönreden, ohne auch nur in irgendeiner Form kritischen Aspekt aufbringen. Weil, oh nein, du darfst ja nichts Negatives sagen, weil womöglich würden sie dann aufhören von all den Sachen, die wir ihnen ja sowieso kein Geld geben. Weil ich finde es immer lustig, das sind immer genau die Leute, die sich am meisten die Klappe selbst verbieten und sich immer auf dieser Verweigerungsschiene laufen, die sowieso nie irgendetwas kaufen würden. Das ist voll faszinierend irgendwie. Ich würde so unfassbar gerne jeden Anime kaufen, den ich gefeiert habe, den ich gesehen habe. Ja. Angefangen mit, keine Ahnung, Eureka 7, Black Butler, schieß mich tot. Black Butler hast du gefeiert? Um Himmels Willen. Auf der Stelle, ich habe den Anime gefeiert. Oh mein Gott, was er jeder, gefeiert jedem hat. Das seine, ich habe diesen Anime gefeiert. Und ich würde sofort das kaufen, wenn mich das nicht irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro kosten würde.
Also ich habe die erste Season gekauft und man kann das immer noch im Online-Bereich auf YouTube sehen, wie das eigentlich mehr oder weniger verfallen ist. Von der ersten Box, hey, gar nicht mal schlecht. Zweite Box, hey, nicht mehr ganz so gut. Ich hoffe, sie machen es keinen Scheiß. Dritte Box, fuck you! Und alle regen sich nur über ein drittes Video auf. Das ist voll faszinierend. Nur das dritte Video ist das, worüber ich bis heute noch Shitstorms bekomme gelegentlich. Wenn wieder mal irgendwas Neues von Black Butler auftaucht auf Facebook, kann ich mir sicher sein, dass einen Tag später ich mindestens 3 neue Nachrichten habe. Du Arsch, wie kannst du es wagen, unsere Wix-Vorlage schlecht zu machen? So wie, ja Mädchen, was schon. Don, du vergisst was. Das heißt nicht umsonst im japanischen Koro Shitsuchi. Wie viele Mädels kapieren diesen Spruch überhaupt noch? Naja, egal. Nee, aber ist egal. Okay. Du kannst, glaube ich, alles aufzählen, was du feierst, und es liegt bei mir wahrscheinlich hier im Regal. Devins. Also ich, du zählst jetzt irgendwas auf, was du haben willst, und ich werde fast sicher sagen können, dass es bei mir hier irgendwo in dem Regal liegt. Das Folgende ist klar, dass es bei dem Regal steht. Death Note. Jep, habe ich sicher nicht. Ja. Hast du sicher nicht? Nein, ich hasse Death Note. Ach so, na gut, dann habe ich natürlich den besten Anime rausgepickt. Death Note war auch relativ billig Abklatsch von älteren Animes. Death Note war jetzt nicht eine Meisterleistung, die man so bezeichnen könnte. Ich muss sagen, das hast du aber bestimmt, so wie ich dich kenne, Don. Hm. Wenn wir schon bei 2005 und Death Note sind. Ein Anime, der deshalb eigentlich richtig gelitten hat und so unterging. Speed Grapper. Hab ich da. In Deutsch und in Englisch. Der Anime war einfach so dermaßen fett zu feiern. Ganz besonders für Fotografen, weil du musst dir vorstellen, ich habe natürlich auch noch gewusst, was der Drecksack da abzieht. Und dazu, wenn du dann siehst, welche Ausrüstung der hat, du hast einfach das Fotografische genauso wie seinen Charakter gefeiert. Weil ich glaube, 90% der Fotografen, die wirklich so ein bisschen mehr in eine Richtung gehen, die schon professioneller ist und dann aber auch in die Richtung Badass, haben sich gedacht, Alter, das ist das perfekte Cosplay für mich. Dazu, er sah nicht irgendwie besonders aus. Er hatte nur die besondere Kraft durch Zufall, weil das arme Schwein zur falschen Zeit am falschen Ort war, wenn man es so nimmt. Und der Kerl hatte auch noch eine total gestörte Sexualität. Und diese Dante mit Titten war natürlich auch nicht schlecht, die genauso gestört war. Also im Endeffekt, es war ein perfekter Anime, einfach mal um zu sagen, ja, du willst Mindfuck, scheiß auf Death Note, guck dir das an, da hast du dein Mindfuck. Alleine der Zahnarzt war schon krank genug. Dieser Zahnarzt und der verdammte Torna am Anfang waren schon schlimm genug. Ja, der komische Latex-Gimp-Typ, der war super, der war wirklich, Und Der erstmal das kleine Mädchen komplett zerbrochen hat, indem er das war es. Ich nehme an, wir können direkte Spoiler ersparen. Das war krass Spoiler, wenn wir es gebraucht haben. Nein, ich wollte es jetzt so präventiv gesagt haben. Ich wollte es so präventiv gesagt haben, bevor jetzt irgendwie die großen Sachen ausgepackt werden. Wenn du Anime magst, kann man dich nicht spoilern. Und wie steht ihr zu Tokyo Ghoul? Guter Anfang, mieser Mittelteil, ganz belammertes Ende. Weil einfach nur so weinerlich und dann so, ich bin jetzt der totale Badass, weil fuck you. War nicht so meins. Ich sehe den Anfang ein, aber der Mittelteil hat mir dann irgendwie so den Spaß verloren und der nachfolgende Teil war dann so, die Charaktere sind interessant, aber der Hauptcharakter ist mir so einfach unsympathisch. Ich mache mich jetzt richtig unbeliebt. Total überhyped, total abgefuckt und die Charaktere sind einfach mal schrottig, genauso wie die ganze Storyline. Kannst du nicht glauben. Das hast du früher in einem 5 Minuten, da hattest du früher bei Dokuro-chan selbst mehr Inhalt als bei diesem Ding. Und Dokuro-chan hatte keine Story. Dokuro-chan hatte nicht wirklich eine Story. Und trotzdem hattest du bei Dokuro-chan mehr Inhalt als bei Tokyo Ghoul. Sagen wir mal so. Das Problem ist einfach so, du merkst einfach, dass sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, wie sie das Ganze fertig machen wollen, glaube ich. Die Idee war nicht schlimm, aber
Mir hat nicht gestört, ja, in dem Sinne. Ich war nicht wirklich so begeistert von dem wie alle anderen. Genauso wenig wie für Parasite. Parasite war ich extra deswegen, es war einer von den wenigen Zufällen, wo ich mir sogar für Parasite die Mangas besorgt habe, bevor ich die Serie weiter schaue. Ich habe mir 3 Folgen angeschaut. Okay, ich höre jetzt auf und lese erst einmal den Manga. Manga hat mir gut gefallen. Anime, meh. Ja, ist aber auch häufig so, dass die Animes eher ein bisschen läppisch sind im Gegensatz zum Manga. Nicht immer. Ja, da hätte ich jetzt noch einen Titel, den ja auch KSM rausbringt, krankhafterweise. Dankarea. Der Manga ist wirklich gut durchdacht, aber der Anime... Der war Schrott. ...irgendwann flöten. Nee, das ist einfach nur, du siehst, dass ich keinen Punkt... Es ist genau dasselbe Problem wie bei Tokyo Ghoul. Oder eben bei Parasite. Du merkst einfach, dass sie während dem Machen des Ganzen, egal ob die Story schon abgeschlossen ist oder fertig ist, was bei Tokyo Ghoul und bei Sankaria noch gar nicht ist, du merkst einfach, dass sie sich keine Gedanken machen, wie sie die Story erzählen wollen, außerhalb eines zweidimensionalen Spektrums eines Mangas. Sie haben kein richtiges Konzept, weil sie quasi, es passiert lang nichts, dann kommt irgendwie ein Plotpunkt und dann passiert wieder lang nichts. In Sankaria hat mich am meisten geärgert, das, was wir eigentlich erzählen müssten, in einer Storyline mit... nach vier Episoden war es sogar, statt was erzählen, lassen wir mal kurz den senilen Opa ganz kurz einmal von seiner Senilität aufwachen und ein paar wichtige Plot-Exposition-Points rausrülpsen und dann lassen wir ihn sofort wieder in seine Senilität reinsenken, so quasi, warum? Weil der Opa hat die Schuldigkeit getan, der Opa kann gehen. Und es ist wie einer von diesen Serien, die was ich genauso wie zum Beispiel wie bei We Come to Play, wo dieses ganze Aero-Game-Teil zum Beispiel, den ganzen Katzenmädels zum Beispiel, was auch ganz groß ist momentan immer noch. Die Story bewegt sich so, dass die Hauptcharaktere oder Charaktere als solches nichts tun müssen, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Sozusagen nicht die Charaktere arbeiten sich durch die Welt, sondern die Welt arbeitet sich durch die Charaktere. Alles biegt sich so herum, dass die Hauptcharaktere nie in wirklicher Bedrängnis sind. Oh, da könnte was auf die Figuren zukommen, das vielleicht Dramatik oder vielleicht eine Handlung fordern würde. Nee, das umschiffen wir durch irgendeinen ganz einfachen, so einen Handwink. Das passt schon. Man dachte endlich passiert was, als Iris oder wie sie hieß, zumindest die Hauptcharakterin da, das weibliche Katzenvieh, rollig wurde. Was passiert? Ja, gib ihr eine Tablette und kill die Rolligkeit. Alles klar. Mach mal. Genauso wie mit den 2 Mädels. Das eine Duell, das war zwar schön und gut, aber ja, so das, was wirklich passieren sollte. Es führt sich. Und ich sag mal sowieso, bei Sankaria ist auch so, wie zum Beispiel, wo ich sagen muss, okay, du hast eine Storyline mit Zombie, du hast online diese On-Teaserer, dramatische Musik, hier könnte was passieren, es passiert nichts. Und okay, das kannst du einmal machen, vielleicht zweimal, aber dann sollte was passieren. Nicht einfach nur quasi, nein, das ist ja eigentlich auf Comedy und lustig und niedlich und und es soll ja Wichsbar bleiben für die ganzen kleinen Mädchen und Jungs. Und dann sage ich, oh nein, hey, du hast eine Storyline mit Zombie. Zombie frisst Mensch, egal wo, egal wann. Wenn Zombie kein Mensch frisst, ist nicht Zombie da. Nochmal Twilight. Ich bitte dich, ich hatte ja gehofft, dass es wie im Manga weitergeht. Weil der Manga ist ja richtig geil dazu, da was da im Manga losgeht, was dann auch mit Babu passiert und so, man darf ja nicht spoilern. Es geht einige geile Scheiße ab, aber das erfährt man erst wesentlich später. Genauso was mir persönlich... Das ist genauso mit Kurova Zombie Deska. Da haben sie jetzt 2 Staffeln gut über die Reihe gebracht, das Dumme ist bloß, die lassen sich ewig feiern mit der dritten. Das ist genauso wie mit Full Metal Panic. Weißt du mal, Full Metal Panic nicht besonders. Was mich persönlich ein bisschen auf den Kranz geht in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist, dass sich viele, viele Animes, die halten sich irgendwie am Leben mit Fanservice. Jetzt einfach, ich kenne wenig Animes heutzutage, die sich nicht irgendwie über Wasser halten mit Fanservice. Ich war von Attack on Titan war ich begeistert, weil da einfach schlicht und ergreifend kein Fanservice drin war. Das war so eine der wenigen Animes, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die irgendwie neu waren, wo irgendwie nichts irgendwie davon unterwegs war. Wow. Sorry, aber, aber Shingeki no Homo war mehr Fanservice als andere. Alleine Levi war eine reine Wix-Vorlage für die Mädels.
Also, wenn du jetzt kommst, dass da kein Fanservice drin war, das halte ich für ein Gerücht. Es war keine nackte Haut da. Doch, genug, aber nicht für Kerle, sondern für Weiber. Aber das ist eine andere Geschichte. Es war nicht Fanservice, es war Manservice. Ja, das ist aber, im Endeffekt, es heißt nicht umsonst Attack on Gay oder Shingeki no Homo. Es heißt nicht umsonst so, weil, fuck, ausgehend. Das hat an mich persönlich auch wieder wenig gestört oder so. Aber es stimmt schon, es ist genauso wie mit Anfang 2000, wo es immer die große Schreierei war, zum Beispiel, oh, Moe killt Anime. Es ist genau dasselbe jetzt wie hier, wo alle schreien, boah, der Fanservice killt alles. Moe hat aber schon Anime gekillt, alleine K-On! Und andere Moe-Blubs sind ein Beweis dafür. Auch Haruhi zum Teil. Haruhi alleine war schon ein großer Beweis, dass Moe... Aber Haruhi war noch eine von den Serien, die sich am längsten gehalten hat. Die hat dann fast über 4 Jahre lang eine Hype gehabt, wo sich wirklich gehalten hat, 4 Jahre lang. Aber heute redet kein Schwanz mehr rüber. Haruhi ist einfach Moe-Blub gewesen, genauso wie viele andere Sachen. Ich muss sagen, was mir dann aber wieder gefallen hat, das Design von Haruhi hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Bei Angel Beats hat man es ja auch gesehen. Da hat man das fast. Das war so. Haruhi trifft Panzer Strike. Und es war geil. Also, ich muss sagen, Angel Beats war wirklich so einer das der. Das war ja auch der Sinn der Sache. Das haben mir die Macher ja auch sofort gesagt, dass es eine Anspielung darauf sein soll. Ja, aber es hat gut gepasst dazu. Yurippe war einfach. Yurippe war irgendwie vom Charakter her. Und Otonashi, gut. Sagen wir so, wenn du die Dumpfbacke Kion gegen einen taffen Kerl wie Otonashi austauscht, der dann auch noch eine Story hat, der dann auch noch es schafft, anderen Menschen zu helfen, statt bloß dumm da zu sitzen und sich drauf zu verlassen, dass er von ein paar Mädels umwedelt wird, dass er mal in Malheur in die Hose kriegt. Ja, da musst du natürlich, da hast du dann natürlich eine ganz andere Plot-Twist und auch eine ganz andere Story-Dynamik und diese Story-Dynamik hat dann einfach funktioniert. Du hattest dann noch ein bisschen Comedy mit drin und das hat User gut gepasst. Channel timed out. Yep. Er ist wieder geflogen. Jo. Irgendwie hat er sehr viel Pech. Leon ist anscheinend ein Pechvogel, was Teamspeak angeht. Das mag ihn anscheinend nicht so gerne. Also er hat fast quasi das gleiche Problem wie mir mit Skype. Ja. Ich genauso. Aber wie gesagt, das was Moe killt Anime, das hat man schon lange ausgekommen. Misa war der beste Beweis in Death Note. Misa war der beste Beweis, dass Moe Anime killt. Das ist auch schon Jahre zu spät dann eigentlich schon, weil Moe killt Anime war schon Jahre vorher, bevor er das ja rausgekommen ist. Ja, bekommen. Im Endeffekt, wo hat groß Moe Anime gekillt, ist um die 2000er rum. Da möchte ich jetzt bitte mal ein Anime wissen, der wirklich so Moe vergiftet war wie die heutigen, dass man wirklich sagen kann, der hat Anime gekillt. Ja, Anime gekillt hat's nicht. Es hat die Fanbase, die keinen Moe haben wollte, gekillt. Anime hat's nie gekillt. Es hat einfach nur die Fanbase gekillt. Sagen wir es mal so, die Fanbase ist teilweise aber auch selber strunzend doof, statt sich einfach über das zu freuen, was sie haben. Beschweren sie sich. Das darf man nicht so sehen, weil die freuen sich ja über das, was sie haben. Sie freuen sich aber nur zu sehr. Die sind wie Labradors, die sich über jeden kleinen Keks freuen, mit den Schwanzwedeln. Oh, ich bin jetzt gerade bei InuXboku, bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Ich bin gerade schon bei Miketsukami und bei Riricho, wie sie denn diese Präsentation von dem, wie sie da diese Werbung für Labradore sieht und sie so, er ist genau wie sie, er ist genau wie die Beschreibung. Ja, ich kann es mir vorstellen, bloß das Dumme ist, die Fans sollten einfach mal akzeptieren, wenn auch mal was kommt, was ihm nicht schmeckt. Komm, mein Hund muss auch Futter fressen, was ihm nicht schmeckt. Er guckt mich zwar an und guckt mich kritisch an und schlägt erstmal dran und will es nicht fressen, doch irgendwann sagt er auch, der Hunger treibt rein und ich fresse es. Und so ist es auch mit den Fans, die sollen doch dann einfach, man kann sich schon aussuchen, was man fressen will. Das geht, solange man den entsprechende Lieferung hat, kann man das machen. Weil es dann nicht mehr so ist, dann sollte man eben gucken, dass man sich das kleinere Übel sucht. Das heißt, entweder man hat Hunger oder man will, oder man guckt sich das an bei seinem noch. Mit seinen Überzeugungen entgegenkommt, weil im Endeffekt dazu muss ich aber auch sagen, einige Anime-Fans sind wie die IS.
Deine Terroristen. Nein. Du hast, wenn man es so nimmt, von der Meinung her, von der Meinungsvertretung her, alles kalt. Du hast auch Leute, du hast Anime-Fans dabei, die gehen auf alles los, was nicht ihrem Standard entspricht. Ja, das hat da nichts mit Terror zu tun, das hat einfach nur davon zu tun, dass die so kleingeistig und so engstirnig sind, dass sie sich nichts anderes vorstellen können und die unbedingt alles in ihre kleine Hutschachtel des Wahnsinns treiben wollen. Und man, die warten, das heißt, sie würden es gerne, wenn sie es hätten. Du, ich würde die auch gerne in Schrödingers Box packen, trotzdem mache ich es nicht. Das ist im Endeffekt sind das auch solche Gedankenterroristen, die dann wieder bloß mit ihrem eigenen, das ist genauso mit diesen Moe-Blub-Nazis, die alles, was Moe-Blub ist, geil finden und alles, was dann davon weggeht, darauf kommen die nicht klar. Es gibt genauso welche, die kommen auf Zundere nicht klar, obwohl Zundere eigentlich eine uralte, das hat schon Tradition und viele Leute kommen aber heutzutage auf Zundere nicht mehr klar. Wo ich mir dachte, das ist doch gerade ein Schatz unseres Universums. Das ist ein Schatz für uns. Wir können froh sein, dass es Zundere gibt, sonst hätten wir bloß Kudere aller Rey. Das würde zu weit gehen. Und dann Yandere aller Juno und den restlichen Bekloppten. Wo ich mir denke, yay, wir haben eine Blood Pinata Party. Lass uns Elfenlied und andere spielen mit Blood Pinatas, wo ich sage, nop. Ich bitte dich, ja, so etwas werden wir in den nächsten Jahrzehnten auch nicht mehr sehen, weil man sieht ja auch, wie schnell es dann das Ganze. Oh nein, es darf nicht, es muss blutig sein, aber nicht zu blutig. Es muss brutal sein, aber nicht zu brutal, weil muss man alles schön im Jugendfreien sind und weil wir seit der ganze Umstieg passiert ist, dass es nichts mehr direkt zu Video oder zumindest direkt zu DVD oder direkt, also nicht nur noch für Kabelfernsehen und für die öffentliche Verbreitung gedacht ist, müssen sie alles ja auf einen sehr stark zensierten Level halten, zum Beispiel. Also werden wir solche Sachen, die wirklich mit wirklich expliziten Brutalitäten auftrumpfen können, so wie wir es damals in den 90ern hatten, das werden wir nicht mehr sehen in den nächsten 10 Jahren. Wenn überhaupt jemals wieder. Ich vermisse die OVA-Zeiten. Als es wirklich noch wirklich die guten Sachen auf OVA gab, wo dann teilweise eben das auch so hieß, aus dem Kommen, ich bitte dich, selbst früher, boah, welchen Anime kann man nehmen, ND Geist, was haben wir noch, was brutal war? Alles! I wish you were here. I wish you were here, das war der reinste Mindfuck. Wer behauptet, dass irgendein anderer Anime traurig, brutal war, Zion war wirklich so... Oh, ja, dann schon ein Angel Egg an. Angel Egg. Das ist ein Mindfuck. Ja, Angel Egg gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber wie gesagt, Zion, I wish you were here. War auch so der Schlag ins Gesicht. Das ist genauso mit den alten Idolo-Sachen von Zone of Enders. Idolo und Dolores. Mhm. Das war auch so Mindfuck pur. Ganz besonders das Idolo. Weil man hat ja dann erlebt, was passiert ist, wer da alles starb und bla. Und du hast da so viel Scheiße gehabt, wo du dir dachtest, nein. Also, sowas hast du heute nicht mehr. Es ist genauso, was hat man noch? Oh, Peacemaker Kurugane. sowas glaube ich kaum, wenn wir das nochmal kriegen. Na, sowas kriegen wir sicher nicht mehr, na. Peacemaker Kurugane war ja wirklich genial, aber... Ja, aber das so, na auf dem Level, nee, nie wieder, ey, wie denn? Nein, also Hichikatas Verhalten alleine war doch schon viel zu brutal. Und auch das, was mit Ayume passiert ist, also das war doch viel zu viel. Das kann man heute nicht mehr machen, das ist genauso mit Grenadier. Ja, Grenadier war ja mehr oder weniger übertriebener Fanservice mit ein paar interessanten Ecken, wo die meisten da mal verstanden und bis heute nicht einmal, was der eigentliche Witz der Serie war. Ja, aber ich muss sagen, der Witz der Serie war wirklich gut angebracht. Ganz besonders waren natürlich die Specials. Dann auch. Und natürlich der Besuch im Freudenhaus, wo dann unser Yajiro erstmal bewiesen hat, was er wieder für ein Kerl ist. Ja, schon so, im Endeffekt. Es war einfach amüsant dazu, der ganze, sag mal so, nicht Setsunas, sondern wie hieß die Hauptcharakterin, Haruna oder so, deren Einstellung alleine war schon der Hammer. Rushuna war's. Rushuno Tendo. Die Einstellung von ihr war alleine schon göttlich. Das ist genauso, was wir auch nie wiedersehen werden im TV, ist Ranma. So wie Ranma am Anfang war,
Ja, man hat bei Ranma am Anfang mehr Möpse gesehen, als man heute in manchen Hentai sieht. Also das ist böse. Ja, man sieht sie schon, nur halt eben mit irgendwelchen schwarzen Balken und mit irgendwelchen Lichtstreifen, weil, das darf man im Fernsehen nicht sagen. Oder irgendwelchen komischen Nebel. Und dann bringen sie die Zensur weg, so wie zum Beispiel bei Samurai Girls, und weil natürlich die Zensur so gebaut ist bei den meisten Serien, dass sie nicht einfach nur Zensur drüberlegen, sondern auch die Brustwarzen wegretuschieren oder gar nicht erst reinmachen, wie sie dann zum Beispiel waren bei Samurai Girls, dass sie irgendwie so rein photoshoppen, wieder zurück, wo sie eigentlich hingehören, und dann schauen sie so dermaßen out of place aus. Und erstmal die Form passt nicht und das Ding schielt in alle Richtungen, aber das sieht keine Brustwarzen, eher noch Tumor aus. Hallo erneut. Hi! Also, Devin ist wieder da. Gerade richtig, wir sind gerade bei Nippeln. Grandios. Ich musste gerade TeamSpeak zweimal installieren, bis es wieder geklappt hat. Es hat ja gar nicht mehr reagiert. Haben wir Firefox dann auch ein weiteres Programm mit in den Tod gerissen. Uiui. Du hast selber Schuld, dass du Firefox benutzt. Man benutzt kein Firefox mehr. Firefox ist tot. Nein. Ich benutze Firefox aufgrund der Unsicherheit dank NoScript. Dankeschön. Ja, genau, danke sehr. Jetzt ein Auto nicht haben. Was schärfst du mit Google Chrome? Nö, ich nehme über Google. Okay. Ja, er hat so genau, hey, hast du bitte den Vogel abgeschossen? Er sagt, nein, Netscape. Haha. Hey, gib's immer noch, was denn? Dafür gibt's ja keine Virusprogramme. Kannst du auch einen Internet Explorer nehmen? Yeah. Auf den Gräsen schießen. Kriegst du den Virus von 96 noch drauf? Yeah. Du hast auf jeder Seite I love you. Wer war's das noch? Oh Gott, bleib mir schon damit. Nee, aber zumindest zurück zum Punkt ist. Nippel. Es war schon, ja, Nippel ist nicht nur das Einzige. Komm, ich bitte dich, ich erinnere an noch eins. X the Movie. Das wirst du heutzutage so auch nicht mehr bekommen. Warte, ja, okay. Nee, nicht unbedingt. Den Inzest kriegst du überall jetzt schon langsam. Also, du wolltest ja erst vor kurzem wieder so die Bruder-Schwester-Paarung geben, wo der mal mit Hardcore-Porno einloggen. Sagen wir so, aber dieses Blutbad, was sogar mal etwas realistischer war zum Teil, außer die Mutter, die explodiert. Ja, das ist immer das, ich bring immer X on, wenn alle sagen, na, Klemp ist so niedlich und knuffig und herzhaft. Also wie, na, du schaust ja die alten Klemps auch noch mal ohne. Klemp ist nicht immer lustig. Dragon Knight, Wayhave und dann Wehave und natürlich auch, obwohl... Schaut euch bitte nur einfach zu Tsubasa Chronicles an, alleine die Tokyo Revelation Sachen und dann die Sachen danach, das Shurei und das. Es geht wieder mehr auf die alten Sachen vor. Kommt auch daher, dass Kamui und die auftauchen und auch Fuma. Das heißt, die älteren Charaktere tauchen auf und dementsprechend hast du gleich mal die alte Härte wieder. Tja. Wo du dir denkst, japp, ein Auge wird gefressen, yummy. Der eine wird zum Vampir verwandelt, indem man sich einfach mal die Pulsader so leicht anritzt. Yep, so läuft das. So läuft das. Nichts mit Kuschel, weiche Herzen. Jo, Sparkel, Sparkel in der Sonnenschein. Arschleckenwurf. Es wird heavy. Na, so läuft's halt. Es ist aber immer so. Ja, aber solche Sachen findest du heute nicht mehr, weil das ist eben alles nur so wischiwaschi jetzt. Und das natürlich auch, wenn alles so quasi ultra wischiwaschi ist, dann nehmen sie wischiwaschi ultra gleich doppelt zu gern, weil das ist ja noch viel, viel weißer als weiß. Ja, wenn ich dann an Turbaguren Lagan denke, wo man bedenkt, ja, man dachte, es ist der Hauptcharakter und er stirbt. Ja. Fand ich einen coolen Plot-Twist. Ist so reiner eigentlich der effektivsten Plot-Twist aller Zeiten gewesen, weil durch naja, aber auch nicht unbedingt, du, wenn man die Älteren sagen, du, das sind auch reihenweise Hauptcharaktere gestorben in den ganz alten, ich denke mal auf die ganz alten Robotexon zum Beispiel, wenn man die Originale anschaut, ja, das sind auch Haufen, hey, das ist sicher der neue Love Interest, oh, doch nicht, oh, okay. Wir können jetzt auch,
wir können jetzt auch gerne, wenn du damit anfängst, können wir gerne mit Kido Senshi Gundam und Kido Senshi Gundam Zeta anfangen. Okay, da bin ich, allein zu einem Gundam-Universum bewundert. Tut mir leid. Ich kenne die gängigsten Sachen. Ich kann gerne mit den Sachen anfangen. Alleine der Hauptcharakter sei, er versucht seine Eltern zu retten, die Eltern sterben. Der Vater alleine, weil er so einen Scheißroboter entführen musste und selber dann totgeballert wird. Also, Daumen hoch. Und die Mutter stirbt durch den Vater, weil er eine Affäre hatte und die Mutter irgendwie im Stich gelassen hat. Also Doppeldaumen hoch. Mhm. Aber ja, dass wir sowas schon immer hatten, das ist klar. Bloß der Kamina-Effekt hat auch heutzutage natürlich Akamega-Kill gepusht. Weil ich glaube, Akamega-Kill habe ich bloß durch die 8. Folge noch so schön angeguckt. Einfach bloß Bulat war so der perfekte Kamina-Verschnitt. Diese coole, eiskalte Drecksau, die dann zwar ein bisschen komisch aussah, aber im Endeffekt auch diesen Aniki-Effekt. Diesen großen Bruder-Effekt von Tengen Toppogurin Lagan. Der hat's einfach gebracht. Und bei Kill la Kill war ja auch der Tengen Toppogurin Lagan-Effekt einfach dabei. Komm, Buta hatte sogar in Folge 17 seinen Gastauftritt. Also, ja, es war eben viele dieser abstrakten Sachen. Es ist halt wirklich, Studio Trigger macht sowieso gute Arbeiten. Gainax sowieso. Gainax war es ja nicht mehr. Kill la Kill ist ja nicht mehr Gainax gewesen. Aber genug Anspielungen drauf, Klammer. Genug Anspielungen. Oh ja. Also Cameo und Inchoke Material für Jahrzehnte, aber was bei uns erkennt das natürlich kaum einer, weil dazu musst du die Serie ja gesehen haben. Nein. Na, das meiste haben die meisten noch nicht mehr gesehen. Komm, ich bitte dich. Alleine Flurikuri. Flurikuris verdammte Anspielung. Selbst der verdammte Opa mit der scheiß Nazi-Uniform, das war zu viel des Guten. Die meisten sehen das hier mal, das ist das Traurige. Hey. Das Böseste war immer noch der Vater mit dem Lepar-Outfit. Das war einfach so göttlich. Und dann natürlich, Kommandant, es ist blau, nicht rot, es ist blau. Ja. Diese Anspielung, diese verdammten Scheiß-Anspielungen alle. Das ist so bitter. Ja, dabei soll es eigentlich grün sein, das ist ja der Witz dahinter eigentlich. Das sind ja wieder, Sachen, bei denen habe ich absolut gar keine Ahnung. Ja, das sind Jahrzehnte Anime in Hirnblas-Aktionen. Tut mir leid, das ist leider weit weg. Das mit dem Blau und Rot, das kommt woanders her. Überleg mal, woher es kommt. Blau und Rot. Blau und nicht Rot. Normalerweise war es ja Orange, nicht Rot, ne? Aber warte mal, das denke ich jetzt das Falsche? Warte mal kurz. Ja, du kommst gerade auf das Falsche. Wo die gesagt hat, er ist blau, nicht rot, er ist blau, da haben sie wieder die totale Anspielung auf Evangelion gemacht mit den Engel. Ach! Warte mal. Ah! Jetzt kapiere ich es! Alter! Ja. Ich muss das Ding mal rausgraben, das ist schon so gemerkt gesehen. Ich bin immer bei einer Lupin-Ausspielung gehängt, weil ich immer noch gedacht habe, hey, die eine Szene allein mit dem Hammer und so, das ist die volle Fujiko-Szene gewesen, muss ich sagen. Und ich war, was soll das? Was aber auch cool war, war Abensho. Abensho war auch genial, alleine schon wegen den Andeutungen und wegen den Musiken. Und er selbst die Musik von Evangelion benutzt für diesen Transformer da, beziehungsweise für diesen Megazord. Die haben alles auf die Schippe genommen, was sie nehmen konnten. Das war einfach genial. Also es gab viel... Also wenn Gainax nicht sich selbst auf die Schippe genommen hat, haben sie was falsch gemacht. Komm, die nehmen sich sogar im neuen Evangelion-Movie auf die Schippe mit der AAA Wonder, mit der Musik von der Nautilus. Ja, das tun wir du, echt. Und dann kämen so Spezialisten und sagen, ich komme nicht mit, was sie mit dem dritten Film aussagen wollen. Nein! Da haben sie ein bisschen was hinausgeschossen. Nein, haben sie nicht. Wenn du wenigstens mit der Materie auseinandersetzen würdest, wenn du die Artbooks kennen würdest und die ein bisschen mehr mit dem Hintergrund beschäftigt wirst, sehen, wie vollgestopft der dritte Teil eigentlich mit In-Jokes und Anspielungen auf die alten Sachen ist. Aber nee, das ist jetzt zu hoch für uns. Ja, außerdem sollten die Leute mal gucken, was unser Freund Hideaki Anno noch gemacht hat. Außerdem. Dann würden sie vielleicht mal drauf kommen, worauf er hinaus will. Und dann würden sie auch checken, was diese Vorher-Anspielung von Ghibli soll. Weil ja unser lieber Hideaki Anno den neuen Godzilla-Film erstmal Regisseur spielt. So dumm es klingt.
Hideaki Anno macht nicht nur Anime. Nein, der Mann kann auch ein bisschen was anderes. Ja, aber was weißt du, dazu müssten diese Leute was lesen können, weißt du? Oh mein Gott, sie müssten lesen, diese Analalphabeten. Ja, leider. Ist wirklich so, ja. Also, wir haben im Endeffekt über 50 Jahre Filmgeschichte, die verwurstet wird und keiner checkt. Wir haben circa wie lange gibt es jetzt Anime? 50, 60 Jahre? 70. 70 Jahre. In dem Sinne, wie wir Animes nehmen. Und weißt du, was das Geilste ist? Wie oft gehe ich auf einen Con und fange mit Leuten zu diskutieren über die Urgeschichte und weißt du, wenn ich einen alten Namen aufbringe, oh, so, weißt du, ich bin ein großer Fan von Osumu Tezuka und alle schauen die groß an, wer ist das? Oh, die Knarre könnte nicht groß genug sein, um das Blutbad zu beschreiben, das ich dann in diesen Momenten meistens anrichten möchte. Ich glaube, Devin ist schon raus. Na komm, ich bitte dich, du musst bloß mal Samune Shiro erwähnen und die meisten wissen nicht mehr, hä? Also wenn ich ehrlich bin, ich kenne auch sehr wenige Namen von... Ja, um das Ganze mal aufzufassen und damit auch mal damit wir ein bisschen Infotainment machen für die Jugend der heutigen Zeit, falls uns nachher zuhört. Osumu Tezuka, auch benannt der King oder auch der God of Manga, hat alles das, was du jetzt gerade anschaust und zu dem du dir deinen kleinen Fanboner rubbelst, erfunden. Alles, okay? Alle Standards, alles, was du aus Anime und Manga ausmacht, kommt aus seinem Hirn, okay? Jede kleine Nuance, die Speedlinien, die Bildwiederholungen, die großteils Zwecklösungen waren, um Geld zu sparen. All diese Kleinigkeiten, die heutzutage mehr oder weniger gang und gäbe sind. Alles, was du als Witz bei Dragon Ball und als Meme auf Facebook siehst, ist aus seiner Ecke gekommen. Das hat alles mit der Vater von Tetsuba Nato? Was? Ist er nicht auch der Vater von Tetsuba Nato, wenn ich mich nicht irre? Ja. Denke ich jetzt falsch? Ich springe automatisch immer zu Astro Boy wegen ihm zum Beispiel. Und auch wegen die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel die ganzen Firebird-Sachen. Er hat so grundrevolutionäre Sachen, wie zum Beispiel die Aufarbeitung der gesamten Filmgeschichte des westlichen Bereichs gemacht. Er hat auch diese ganzen Sachen zum Beispiel gemacht, wie jetzt die ersten Schwarz-Weiß-Filme aus dem westlichen Bereich auf Anime- und Manga-Niveau runtergearbeitet und wieder neu aufgebaut. Deshalb gibt es solche wunderbaren Meisterwerke, wie zum Beispiel Metropolis, wie es bei uns bekannt worden ist, als Robotic Angel, was einmal die Anime-Version von Metropolis ist. Aber natürlich, sowas baut natürlich keiner. Was mich natürlich freut, es kommt am 28.11. zu meinem Geburtstag auf Animex 2015. Das heißt, ich weiß, was ich mit meinen Freunden 20:15 tun werde zu meinem Geburtstag. Dann passt das echt. Schade, dass du nicht auch noch dabei bist, dann könntest du noch mehr klugscheißen. Metropolis in Anime-Format ist geil. Es ist einfach göttlich und die meisten kennen es nicht. Und ich bin sowieso so ein Freak von diesen meisten Retro-Sachen und von diesen viel Cyberpunk, Steampunk-Sachen, was einfach genial ist. Und gut, die meisten haben wieder keine Ahnung, wenn ich jetzt mit Ghost in the Shell anfange und die meisten jetzt kommen, ach, das ist doch was von Matrix, bla, wo man sagt, nein, du Dumpfdödel, das war zuerst da, da hat sich Matrix die Schrift abkopiert. Das ist alles aus Ghost in the Shell. Genau ja. Wie die Interfaces und so vieles anderes, das Diving, alles Ghost in the Shell. Mhm. Aber ja, das wissen ja die wenigsten, weil wofür auch? Wofür muss man es denn wissen? Man feiert einen Film, der so genial ist, aber dass da eigentlich ganz andere Hintergründe her sind und dass die Wachowski-Brüder bei Studio Sunrise noch reingeschnuppert haben, weshalb man auch teilweise die Nebukadnezar und andere Schiffe so leicht an die Bebop erinnern. Nein, das kriegt ja keiner mit. Nee, das Geschwisterpaar sowieso nur klauen kann, ist sowieso klar. Man bedenkt nur, ich rate jeden nicht wohlgemerkt, sich Jupiter Ascended anzuschauen. Wenn du es machst, oh Mann, du armes Schwein, du. Das ist nur geklaut, das ist Szene für Szene nur geklautes Material, ehrlich, voll faszinierend. Ich hätte jetzt noch was absolut zusammengeklaut ist. Wie hieß es? Oh Gott, einen Moment.
Dieser komische, dieses komische Roboter-Ding. Big. Was, Big Hero 7? Oder Big Hero 6, oder wie es heißt? Dieser Kaiju-Movie. Ich komme das gerade nicht auf den Namen. Aber Pacific Rim? Ja, danke. Das wurde von den Wachowskis, das ist von jemand anders gemacht worden. Ja, aber komm, es wurde genauso zusammengeklaut. Ich bitte dich. Guck alleine mal bitte die Realverfilmung der letzten Jahre an. Die Anime-Realverfilmung der letzten Jahre, die zu uns kommen. Es ist ein Trauerspiel. Wenn ich bedenke, Scarlett Johansson als Motoko Kusanagi, da kriege ich jetzt schon einen Brechreiz. Ist das immer noch am Laufen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Genauso wie der Akira-Movie-Regisseur Leonardo DiCaprio. Der Mann, der nie einen Oscar bekommen hat und nie einen Oscar bekommen wird. Und diese Flachzange wird dann auch noch versaut uns gerade Akira, weil er auch noch schon bekannt gegeben hat, Takeda heißt nicht mehr Takeda, sondern Travis. Und Akira spielt nicht mehr in Neo Tokyo, sondern irgendwo in Boomstown, Idaho. Yes! Also von daher, es wird mal kurz Anime-Kultur, die aus meinem Geburtsjahr kam. Und das Lustige ist, dass wenn Leute mir das vorhalten, was denn alles kommen wird, besonders als sie damals ausgerufen haben, jetzt ist doch fix, dass wir doch endlich einen Battle Angel-Film machen hier bei uns. Mit dem Typen, der was uns so grandiose Sachen wie Spy Kids gebracht hat. Und Sharkboy und Lava Girl und so weiter und so weiter. Es gab noch was wesentlich Schlimmeres. Kite, Engel der Rache mit Samuel L. Jackson. Ich hab's nicht angeschaut, ich wollte nicht. Ich will es nicht anschauen. Ich hab's unfreiwillig getan. Ich muss sagen, ich hab's so schnell wie möglich wieder weggeschalten. Es ist eine Qual. Also Samuel L. Jackson ist zwar kein schlechter Schauspieler, bei weitem nicht, aber es hat nicht gepasst. Gut, wenn wir bei Samuel L. Jackson sind, können wir jetzt auch schon wieder zu Monty umgehen und zu Afro Samurai. Und wenn wir bei Monty sind, sind wir schon wieder bei Ruby und schon wieder bei der nächsten Generation der Anime, wo wir dann schon wieder bei einer ganz anderen Sache sind und möge Monty in Frieden ruhen. Und sein Erbe weitergetragen werden, weil das, was er da gebracht hat, ist schon wieder die nächste Stufe. Und wenn man bedenkt, gut, es gab auch wieder viel Hate. Warum? Weil Monty natürlich so Drecksau, wie er ist, die Cosplayerin, die ihm gefielen und die er von der Stimme her gut fand, natürlich auch gleich eine Synchronsprecherrolle anbot. So, das Dumme ist bloß, Jessica Nigri hat selbst für Sonico in Amerika die Synchronsprecherin gemacht, denn. Warum? Weil Jessica Nigris Synchronsprecherfähigkeiten entdeckt wurden bei Ruby. Man hat sich Ruby angeguckt und hat gemerkt, verdammt, die Alte hat eine gute Stimme und kann das gut. Also nehmen wir sie gleich für das nächste. Also von daher, dass wir derzeit Nepotism. Haben, Kultur... Nepotism, also quasi immer dasselbe, immer das gleiche, weiter und weiter. Naja. Na, im Endeffekt haben wir jetzt schon wieder die nächste Stufe des Fandom eigentlich erreicht. Und zwar, dass die Fans selber zu Stars werden. Das Problem ist bloß, dass man diese armen Leute, dass man dann diese Leute, die Fans, die eigentlich nur Fans waren und einfach bloß aktiv wurden, dann gestraft werden dafür, dass sie aktiv geworden sind. Was ich eigentlich total schwachsinnig finde. Und das haben wir aber immer und überall. Das haben wir hier in Deutschland, das haben wir in Österreich und das haben wir wahrscheinlich auch in Timbuktu. Weil jeder fucking Idiot, der nur irgendwo denkt, ja, der ist schlechter als ich und trotzdem ist er bekannt geworden. Das liegt einfach bloß daran, dass die Person ihren Arsch bewegt hat und sich erhoben hat und nicht auf ihrem fetten Arsch saß, fröhlich in sich was reingestopft hat und vor dem Computer rumgespammt hat oder rumgeflamed hat, sondern wirklich mal sich überlegt hat, was kann ich effektiv tun und der Szene was Gutes zu tun und vielleicht mich selbst dadurch auch mein Hobby zu vertiefen. Aber nein, warum auch? Man kann doch lieber die was aus sich gemacht haben, flamen. Warum nicht? Hatred for the win. Ja, das ist normal. Ja, es ist immer diese Standardscheiße, die wir haben. Immer und immer wieder der gleiche Standardmist. Und wenn wir dann zum Synchronsprechern gucken, selbst wenn wir nach Japan gucken, okay, die Synchronsprecher dort sterben wie die Fliegen. Die haben bald keine große Auswahl mehr.
Das darf man nicht vergessen, weil wenn wir sehen, wie viele Synchronsprecher und Zeichner in den letzten Wochen und Monaten abgekratzt sind, ist es schon ein bisschen hart. Mhm. Wenn wir über die letzten Jahre gucken, wird es noch ein bisschen härter. Das Krasseste ist ja, die Stimme von Senigator ist zum Beispiel auch abgefeiert, beziehungsweise ist verstorben. Das war auch ein trauriger Moment. Das Lustige ist, der Synchronsprecher von Le Pas war etwas früher verstorben und da hat ein anderer Kollege gesagt, jetzt jagen die beiden sich gegenseitig im Himmel. Es ist wirklich krasse Geschichte, was dort passiert im Gegensatz zu hier. Wenn wir es hier dagegen hören, hier ein Synchronsprecher abkratzt, das ist teilweise, feiern es die Leute teilweise noch, wo ich mir denke, Pietät? Fragezeichen? Fragezeichen? Nochmal Fragezeichen? Und ich glaube, wir haben Devin gekillt. Ja, ich bin noch da, ich höre andächtig zu, aber... Ja, es ist zu viel, glaube ich. Sorry. Ich glaube auch, wir gehen gerade etwas zu tief in die Materie und zu weit in... Ja, das ist zu viel. Sorry. Wir haben ein paar zu viele Jahre aufeinander gesammelt. Tut mir leid. War gerade zu viel, war gerade zu much. Ja, sorry. Weil komm, wir waren teilweise schon bei den 80ern angelangt, Don. Da hat er noch nicht mal gelebt. Wir sind gerade Inter gewesen. Ja, sorry. Altersvorteil. Einfach nur Altersvorteil. Er wird auch alt werden, glaub mir. Er hat damit viel andere Probleme zu kämpfen als wir haben wahrscheinlich. Naja, stimmt. Seine Roboterprostata muss auch nur eingestellt werden irgendwann. Ja, wenigstens hat er noch eine. Wir können uns nur eine von dem Gibbon abkaufen oder so. Darauf will ich nicht ganz Hass. Reist ja mal nach Hongkong und lass dich das mal anpflanzen. Ja, pfui. Lecker. Dann kriegst du nicht noch eine von dem Gibbon. Dann kriegst du irgendeine von dem Mehlwurm oder so. Pfui. Mehlwurm-Prostata, der neue Gimmick. Boah. Dann nehmen wir lieber eine von Syria, ne? Naja. Ich glaube, wir sind jetzt schon, glaube ich, zu lange, zu viel, zu weit, zu tief. Pfui. Also das Übliche. Ja, das Übliche. Und ich glaube, Devin haben wir jetzt etwas überfordert wegen dem ganzen Material. Deswegen würde ich sagen, schließen wir heute mal etwas ab und lassen wir es einmal ein bisschen sacken, weil wir sowieso nicht mehr auf dieselben Themen rausrücken. Wir werden uns glaub ich, irgendwann mal auf eine spezifischeren Ecken einigen müssen, glaube ich, nochmal. Irgendwie mal präzise auf einen Punkt zu steuern zu versuchen, wäre mal eine Abwechslung, glaube ich. Dafür braucht man, glaube ich, Tamago als Moderator. Ich glaube, wir sollten Tamago als Moderator einstellen. Ja, mal schauen, wir sehr verlangt für sowas. Ja. Oder vielleicht mal irgendwie im Groben mal Stichpunkte schreiben, die man vielleicht mal irgendwie... Das haben wir schon versucht, das hat nicht funktioniert. Das klappt nicht. Es heißt nicht, so ist die Ecke, was du bei mir gemacht hast, deswegen hast du ja auch nicht ohne Grund der Podcast ohne Plan. Das ist nicht das Problem dahinter, weil wir sind so planlos, egal was man an Ideen ausbrütet oder so, es führt zu nichts, leider. Weil wir kommen immer wieder entweder auf die gleichen Themen oder wir kommen immer wieder so in die gleichen Bereiche, einfach weil sich alles überschneidet. Das ist das Problem. Ja, leider. Wir sollten uns wirklich mal alle gegenüber sitzen und dann vielleicht schon 12 Stunden vorher gelabert haben und dann eine Stunde Podcast aufnehmen. Schon vollkommen besoffen, hackedicht. Und komplett weg vom Thema. Vielleicht klappt's dann. Da muss ich mich leider empfehlen, ich trinke nicht. Ich auch nicht unbedingt, aber wir können uns ja zukiffen. Shit, ich kiffe nicht mal, scheiße. Unglaublich, aber wahr, ich nehme keine Drogen. Dann quarzen wir uns halt zu. Das geht auch noch. Hier riecht es komisch, das ist weil. Genau. Und manchmal kommt die Polizei. Ich baue mir jetzt mal so ein Teil. Das finden die bestimmt auch geil. Du weißt, dass das in die Outtakes kommt, oder? Die Österreicher Polizisten bestimmt. Ja. Ach, SpongeBob, Patrick und Thaddeus. Jo. Die rauchen nur noch Purple Haze. Aber wirklich, du... Devin, du kannst wirklich guten Synchronsprecher abgeben. Du hast einen guten Umfang. Vor allem, du klingst ein bisschen am Anfang in einer tiefen Ecke wie Schröder.
Meinst du echt? Ja. Nee. Na, ja. Na. Ja, wie cool. Doch, doch, er hat ein bisschen was von Frank Zander und ein bisschen was von, wird der letzte Bullet-Präsident Carsten da, ne? Ich kann noch einen auf Wildschwein machen. Ja, Schröder, fand ich. Drehe ich mich ein bisschen leiser. Oh. Was ist das jetzt? Wildschwein sind wir schon, das kannst du sparen. Ja, das so klingt wie normalerweise, es passt schon so. eine Tür in einem Horrorfilm. Nee, oder wie hieß der Moderator von Lümmzahn? Peter Lustig. Ja, der Stimme ähnelst du am ehesten, glaube ich, noch fast. Ich wurde mal mit dem Grafen verglichen. Mit welchem Grafen? Keine Ahnung. Ah, mit dem Grafen, okay. Mit dem Grafen, genau. Ah, okay, ne. Ja, na, aber muss aber. Hey, na, versuch's mal in der tiefsten Version von deiner Stimme einfach nur zu sagen, hey, klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das ist ziemlich nah dran, finde ja, ich. Das ist ziemlich nah, du kriegst wirklich wieder die. Oder wie der Moderator von der Maus. Was war das nochmal? Die Sendung mit der Maus. Orange Maus, lila Elefant. Klar, das ist mir ein Begriff. Aber ich frage mich gerade, was wäre so ein Standardsatz, den er immer gebracht hat. Das war es eben. Das war eben sein Standard. Klingt komisch, ist aber so. Ach so. Ja, es ist sein Standardsatz. Ist aber so. Ja. Da wäre eine gute Parodie möglich hier. Wir bräuchten irgendwie ein Klavier dafür. Ach ja. Na, aber du musstest das, oder so wie sie das damals gemacht haben bei RTL Samstag Nacht, so quasi. Mit der Ratte, mit der Ron. Das war lustig damals. Naja, okay, ich glaube, es ist schon 10 Uhr vorbei. Wir sollten auch schon das. 21 Uhr. Nein, 22. Ja, okay, bei mir ist es schon 22. Ich weiß auch nicht. Ist ja komisch. Ich habe zwei PCs hier, die jeweils am Internet angeschlossen sind und beide sind 15 Minuten auseinander. Obwohl sie eigentlich synchron laufen müssten. Ich verstehe bis heute nicht wieso. Ja, Windows. Siehst du mal, deine PCs sind scheiß Synchronsprecher. Ja, weil sie nicht synchron laufen wahrscheinlich. Hahaha. Ha, ha. Voll faszinierend. Arm- und Beinlose. Mhm. Ja. Das okay. Ist so ein Schenkelklopfer. Ja. Es muss aber auch mal flach sein. Außerdem kommt, ich bitte euch, wir hatten dieses Jahr auf der Anime Night, das muss ich unbedingt noch erzählen. Wir hatten einen, weil Art Alley. Einer unserer Techniker, ja, die Mimi-Künstler da oben meckern wieder. Und der Jüngste von uns, denn so, was ist mit Mimi? Und dann haben wir so gesagt, naja, die Künstler da oben Mimi machen so ein bisschen Stress und dann so, was ist mit den YouTubern und dann so. Und dann habe ich eiskalt nur noch gesagt, er checkt's nicht und seitdem hat er diesen Spitznamen weg. Also, ja, unsere heutige Generation geht unter. Die checken die einfachsten Sachen nicht mehr. Weil es zu kompliziert ist. Ja, es wäre ja einfach, wenn man mal überlegen würde, was das Mimi bedeuten würde. Hm. Aber nein, ja, gut. Die Ein-Button-Spieler-Generation. Ich hämmer beim Quicktime-Event immer auf den A- oder X-Button. Boah, ich bin der volle Hardcore-Gamer. Boah, ich mach weniger Aktion als die Schimpansen in den Tesla-Wars, die was diese ganzen anderen Spiele spielen. Und das wird Hardcore-Gameplay. Das spiele ich dann auch auf Legendary. Don, ich bitte dich. Jeder Affe kann besser Final Fantasy spielen als diese mächtigen Hardcore-Gamer, die bei Call of Duty Highscores haben. Man muss aber auch sagen, dass der Schwierigkeitsgrad in den Spielen deutlich abgenommen hat. Ich meine, ich bin absolut miserabel in Shootern. Absolut. Und ich habe bei der PS4 Battlefield 4 auf schwer fast komplett durch. Also, das war niedlich. Ich spiele solche Spiele schon gar nicht mehr, weil sie einfach vom Niveau her zu tief sind. Die sind so tief, da kann, äh,
Die sind mir zu tief vom Niveau her. Die, da sehe ich drüber. Die sehe ich nicht mehr. Das ist bitter. Das ist wie mit manchen Animes. Ganz besonders diese super toll gehypten. Was ist überhaupt aus Prison School gewesen? Danach kräht auch kein Hahn mehr. Oder Gakugaroshi. Hier falle ich nicht, weil ist ja vorbei. Es ist immer dasselbe Thema. Die Serie kommt, die Serie geht und die Serie ist schon vergessen, bevor überhaupt die letzte Episode draußen ist. Na, das ist Fan sagen, heutzutage. Ich muss aber auch sagen, die Sendung war noch für den Arsch. Wenn du dagegen jetzt Overlord oder Shimon Netta und Gangster nimmst, war schon interessant, aber das Gangster sehen wir nie eine Fortsetzung, weil das Studio ja mal wieder pleite gegangen ist. Das gleiche wie bei Candidate for Goddess. Es kam dir wieder die alten Kamellen aus, die keinen Arsch kennt. Ja, meine Arsch kennt sie. Arsch kennt? Junge, da bist aber gerade falsch. Die kennt eigentlich fast jeder Arsch, der ein bisschen älter ist als du, weil das haben wir früher auf Viva gesuchtet. Auf Viva und MTV. Ach, entschuldige, ich muss das ja für junge Leute erklären. Das war jetzt eine leichte Überspitzung der Tatsachen. Eine sogenannte Hyperbel. Oh! Nein, eine Hyperbel! Ja, aber trotzdem muss ich mal für die ganz jungen Leute erklären. Viva MTV hatten früher noch zwei andere Sender, MTV 2 und Viva Plus. So. Und diese Kanäle waren früher wirklich, oh Wunder, auf diesen Kanälen wurde noch Musik gespielt, selbst auf den Originalkanälen wie Viva und MTV. Mhm. So, mit SEO, Staune und Höre, das waren sogar Free-TV-Kanäle. Und Viva und MTV haben irgendwann Langeweile gehabt und haben sich gesagt, wir zeigen noch mehr als nur South Park und haben dann irgendwann eine Anime-Schiene eingeführt. Und diese lief sogar auf Viva bis 2005 und auf MTV sogar noch ein bisschen länger. Und sie haben ein paar richtig gute Animes früher gezeigt, deshalb. Das, was keinen Schwanz kennt, wie du sagst, haben wir früher geguckt, genau. Gut, das lief aber auch parallel noch auf Vox. Dafür haben wir uns die Nächte um die Ohren gehauen am Freitagnacht. Nee, es war meistens Mittwochs oder Donnerstags, was meistens. Freitag aber auch, Freitag von 1 bis 4. Das waren dann die späteren Generationen. Die allerersten von 1994 bis 2000 waren meistens von Mittwoch oder Donnerstags 0 bis 4 Uhr morgens. Glaub mir. Die Nächte sind mir im Gedächtnis geblieben. Dann war es Montag, Mittwoch und dann Freitag natürlich. Freitag war es DPD-Club. Und damals, liebe Kinder, gab es auch noch Musikkassetten. Wenn die zu Ende gelaufen sind, musste man sie rausnehmen und umdrehen. Und wenn es dann nicht mehr zurückgespult werden konnte, dann musste man dann mit dem Bleistift rein und daran drehen, bis man dann eine Sehnenentscheidung mit zum Entzündung gekriegt hat. Das war dann das erste Mal, lange vor dem ersten Rummel. Ja. Du musst unbedingt eine Parodie auf die Maus schauen, Mann. Ja, mit der Stimme ist das perfekt. Ey, dann mach mal ein Video mit dir. Ich produziere ein Video und du machst die Narration drüber. Das ist perfekt. Meinetwegen. Früher, liebe Kinder, gab es ein Anime, da waren Blut und Tinten in Kombination mit Storyline. Oh mein Gott. Ja, da war Gore und Brutalität noch Standard, nicht die Ausnahme. Und Fanservice obligatorisch. Und Fanservice galt damals noch wirklich heutzutage nicht nur als Porno. Klingt komisch, ist aber so. Also, klingt komisch, ist aber so. Ja, genau. Wer es nicht glaubt, soll es sich traut. Und wenn er weiß, wie Google funktioniert. Anscheinend wissen das die meisten Leute nicht mehr. Komm, ich sag alleine nur das alte Berserk. Also nicht dieses neue, möchte gern Berserk-Golden-Zeitalter, sondern wirklich noch das Original. Ja, ich hab's mir auch komplett gekauft und war extrem enttäuscht, weil es einfach nur, es schaut zu geleckt aus. Es ist zu viel CG und... Geleckt im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Ich meine, Raven war im Original ein echt schnicker Typ, man sagen kann, ja, da sieht man wirklich, was der für ein verkommenes Subjekt eigentlich wird gegen Ende, aus diverseren Gründen und wie das passieren konnte. Bei dem Nein, dann... Nicht einmal mehr sexy. Das ist... Er war halt dieses Bischi. Er musste halt Bischi aussehen und nicht mehr wie ein richtiger Kerl. Komm, wenn du heute drei Haare am Sack hast und ein paar Haare im Gesicht und wirklich noch und ein bisschen breitere Schultern hast und wirklich noch Muskeln, bist du doch schon für unsere Fandom-Girls schon unsexy, weil du denn kein richtiger Kerl bist.
Beziehungsweise, weil du denn ja ein richtiger Kerl bist und kein Bischi und damit nicht hübsch genug für ihre ach so jungfräuliche, ja, Knattervorrichtung, die sie da zwischen den Beinen haben, die Spinnweben ansetzt, wo du denkst, wo ist ja Fisch? Ich rieche Fisch, sehe aber keinen. Wow, ich wollte eigentlich mehr so in die Richtung Männermuschi gehen, aber was soll's denn? Was hast du gesagt? In welche Richtung gehst du? Männer? 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 Männermuschi. Oh, der ist tief. Der was? Tief. Hey, das klingt immer noch, das klingt immer noch humaner als Bro-Gina, okay? Wow. Nicht auf meine Wiese gewachsen, das hat er anders erfunden, sorry. Das ist zu viel des Guten. Jo, ich weiß. Ist leider so. Wir, naja. reden jetzt gerade von den nach 2010ern, ne? Oh ja. Das Jahrzehnt der Traurigkeit. Oh Mann. 2020 könnte wieder interessant werden, aber die nächsten 5 Jahre werden traurig. In welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. Jeder Hinsicht. Das Source-Material ist nicht mehr da, was mit dem man was anfangen könnte. Die Serien werden immer dünner und die wirklichen interessanten Serien, wenn sie jetzt immer mehr ausdünnerst, du maximal vielleicht 1 oder 2 pro Jahr hast, vielleicht, wenn wir Glück haben. Wo du sagen kannst, okay, das könnte überleben für die nächsten paar Jahre. Aber wenn du heute zurückblickst, aus den letzten 5 Jahren, von 2010 bis jetzt, nenn mir ein Highlight. Und wenn alle vergessen, Gekin und Kyojin oder High School of the Dead. Weil Mann, Titten und weil dumm. Wenn ich ein Highlight nennen müsste, die Rebuild-Serie. Die aber schon 2009 anfing. Also, das einzige Highlight, was ich wirklich habe, sind die Rebuild-Sachen und Madoka. Aber Madoka ist auch schon. Naja, 2007? Madoka Na, ist 8. Ja, wie gesagt, also die Evangelion-Sachen sind auch schon alt. Das ist die Rebuilds, außer jetzt die 3. Und die 3 hat ja wieder keiner gerafft, weshalb sie ja scheiße ist. Was hätten wir noch? Das Finale von Helsing Ultimate, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das schon wieder ist. Das ist auch noch vor 2010 gewesen. Weil die ersten Ultimate habe ich noch mit meiner alten Bude gehabt. Die ersten, ich rede von den letzten Ultimate. Ja! 2010. Das war, glaube ich, 2010, aber ist auch schon nicht lange her. Also, du hast recht. Also, ab 2010 geht es ein bisschen abwärts mit allem. 2009 war ja noch die Evangelion 2. Die 3 kam dann letztes Jahr. Das war so ein Highlight. Aber sonst, du hast nicht wirklich groß Highlights, weil Trigun Movie, der war für den Arsch. Habe ich noch nicht gesehen, die leider. Anderen Sachen, die anderen Sachen, ja, ich weiß nicht. Also, welche Anime-Serie ist groß in meinem Kopf geblieben, die nach 2010 war? Sword Meta City? Nee, das ist schon alt. Keine Ahnung. Hast recht. Also, ich mag mich jetzt absolut in die Schusslinie begeben. Das ist mir jetzt einmal gerade mal ranz, weil wir sind im WWW, da darf ich das. Ja. Ich bin so jemand, der völlig auf die Meinung anderer scheißt. Wenn ich etwas quasi für mich gewonnen habe, dann ist das so. Dann habe ich da meine eigene Meinung und dann bleibe ich dabei. Für mich persönlich ist Shingeki no Kyojin im Gedächtnis geblieben, weil aus dem schlicht und ergreifenden Grund der Protagonist Eren, der da schlägt sich jemand gegen den Kopf. Soll mir jetzt mal gerade Latten sein? Hä? Nee. Nee, ich dachte gerade. Nee. Diese angestaute Verzweiflung und Aggressivität, die da durchgekommen ist, die hat mich sehr stark an mich persönlich erinnert, als von vor ein paar Jahren, was so eine persönliche Kiste ist von der Schulzeit her. Da konnte ich mich so sehr mit identifizieren, dass sich diese Serie für mich persönlich einfach einen Platz irgendwie verdient hat im Regal. Konnte du halt sehen, ja. Tu mir einen Gefallen, guck dir bitte mal Great Teacher Onizuka an. Ja. Und was hat man noch? Hab ich schon angefangen, aber es hat sich wieder verloren. Oh, was man ihm empfehlen könnte, so. Setsu Boro Sensei. Ja, aber das wäre nichts, was man identifizieren kann, wenn man so angestaut ist. Oh, will ich nicht sagen. Also mit dem Ikikomori, Mädchen könnte er sich sehr gut identifizieren, glaube ich. Ja, aber
Was könnte man noch nehmen, was wirklich so angestaute Aggressivität aus Evangelion dafür. Das aufgestaute Internet, warte mal kurz. Jetzt geht's mal kurz die Listen. Aber das, ich gucke jetzt nicht nur Animes mit angestauter, die angestaute Aggressivität darstellen. Das nein, aber jetzt ich meine jetzt als Beispiel. Ich meine jetzt auch, wenn du so sagst, dass du dich identifizieren konntest. Gut, guck dir wirklich mal Evangelion an. Ich glaube, das könnte. Da findest ja, weil Aaron ist mehr oder weniger der prototypische Shinji-Charakter. Also der ist wirklich. Oh ja. Ja, mhm. Das ist genauso. Wie so viele andere. Du hast so viele Emo-Charaktere, beziehungsweise solche angestaute Wut aller Leid. Das hast du schon in den 90ern gehabt. Ja, wenn wir jetzt bei den 90ern sind, dann weiß ich was. Wenn du was mit angestauter Wut haben willst, schau da Outlaw Star an. Oder Cowboy Bebop. Ja, das Cowboy ist sowieso, das kann man sich immer anschauen. Es ist egal, was du wirst, du suchst. Ja. Also, ich habe so viele Animes angefangen und irgendwann, keine Ahnung. Was aber auch passt, Text No Lies. Text No Lies ist auch gut. Ich hab angefangen, Text No Lies zu schauen, da war ich 13, 14 Jahre alt, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Und ich habe da irgendwie noch die erste Folge nicht zu Ende geschaut, weil mir die, keine Ahnung, die war irgendwie so abstrus und so krank, da irgendwie mit dieser Szene da mit der Frau, die ich nur bis heute nicht begriffen habe, wo sie dem Jungen da irgendwie ins Auge reingegangen ist. Das ist irgendwie voll seltsam. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist sehr Film Noir-Style. Das ist einfach nur quasi das ist diese typische, das ist eine ähnliche Drogenszene wie in Trainspotting. Die führt zu nichts. Das ist einfach nur quasi, weil sie quasi so eine von diesen wirklichen Psycho-Maso-Tussis im Prostitutionsbusiness ist, dass sie quasi ihn einfach nur quasi zu einer Emotion regen will, weil er nicht auf ihre, sagen wir mal so, einstudierte Anmache reagiert. Und da ist einfach nur eine Eskalationsszene ganz einfach. Es ist nichts Tieferes dahinter, außer halt eben, sie wartet darauf, dass er auf etwas reagiert, was sie macht. Ja gut, aber es ist mir trotzdem zu krank. Einfach zu, dann brauchst du das schon. Wenn du schon krank bist, dann geht's noch viel weiter. Ich hab Dead Man Wonderland gesehen, danke. Ja, das ist, das ist ganz flach. Ich weiß, storytechnisch ist es flach, aber von der Brutalität her fand ich das schon. Brutalität und Brutalität sind aber ein Unterschied. Du kannst dir zum Beispiel Dead Man Wonderland in einer Tour angucken, währenddessen, wenn du das mit Evangelion oder jetzt zum Beispiel auch selbst die alten Gundam-Sachen machst, danach kannst du dich in die Klapse einweisen lassen. Weil du ganz einfach eine ganz andere Art der Brutalität hast. Brutalität ist schön und gut. Aber das war bloß Brutalität auf physikalischer Ebene. Wenn du denn auf die psychische Ebene Brutalität anwendest, wie zum Beispiel auch bei Techno Lies oder bei Project Lane. Oh ja, das, klar, ja. Moment, meinst du jetzt Serial Experiments Lane? Yep. Ja. Oder zum Beispiel auch, wenn wir schon dabei sind, Ghost in the Shell. Der erste Ghost in the Shell Film war zu 90% keine Action, das war zu 90% psychische Gewalt. Und du hast das, und das Ding hat dich geflasht. Also, bei mir ist es einfach so, ich verstehe, was du meinst, diesen Unterschied zwischen physikalischer Gewalt und psychologischer Gewalt. Ich persönlich muss aber sagen, ich kann eben mit dieser physischen Gewalt an und für sich, wenn ich sie sehe, damit kann ich weit schlechter um. Das muss ich einfach mal so sagen. Wenn ich jetzt sehe, wie beispielsweise bei Dead Man Wonderland, dem Typen da das Auge rausoperiert wurde, es war für mich unerträglich. Nein. Tja, das ist einfach nur der Schockfaktor, weil du aus Erfahrungswerten. Tja, genau dasselbe ist zum Beispiel, wenn du so andere Filme anschaust, zum Beispiel wie Payback. Gesehen? Nö. Mehr Gibson Film. Ist echt gut. Wow. Gib ihn da. Sehr guter Film, einer von den wirklich guten Mel Gibson-Filmen. Hat der jetzt also lange keiner mehr gut gemacht. Ist ja schade um ihn. Aber egal. Da gibt es eine Szene, wo er mit nackten Füßen an den Stuhl gefesselt in einer Halle steht. Und das Einzige, was die dann machen, ist ihn verhören. Und du siehst nicht einmal, was passiert. Und ein Typ kniet vor ihm am Boden und zerschmettert ihm einzeln die Zehen. Und du hörst es nur, du siehst es nicht. Das Ding knirscht dir im Kopf. Weil sie wirklich die Geräusche so gut ausgebaut haben, weil zu der Geräuschkulisse haben sie tatsächlich Knochen und Fleisch von Schweinen genommen und die wirklich im Soundstudio sagen, dass es wirklich authentisch klingt.
Warum? Du konntest bei solchen Szenen nicht nachvollziehen, wenn zum Beispiel, oh, in einem Action, oh, da wird jemandem das Gehirn weggeblasen, oh, da bekommt jemand ein Messer. Das kannst du psychologisch nicht nachvollziehen, weil du dir keinen Bezug hast zu diesem Schmerz. Du konntest nicht vorstellen, wie es ist, dir den Kopf wegblasen zu lassen oder ein Messer in den Bauch zu bekommen. Aber jeder, aber wirklich jeder, hat sich einmal den Zeh angestoßen, oder? Und das Ding machen sie so perfekt, dass du daneben stehst und die Szene geht lang. Und du bist so. Was genauso böse ist, das ist bei mir hängen geblieben. Einfach weil es eine der lustigsten, aber auch eine der bösesten Szenen mitunter bei Black Lagoon ist. Mit dem Waffenhändler, wo man ihn dann gedroht hat mit der Knoblauchpresse. Wo man dann bloß die zwei Mafiosis von Chang sah und der dann einfach bloß die Knoblauchpresse vorgeführt haben und ihm gedroht haben, seine Eier da reinzupacken. Einerseits ist es arschlustig, andererseits ist es natürlich, wo du dir denkst, Und das ist das Einfachste, wenn man mir von psychologischer Brutalität, das ist die unterste, das ist die primitivste und simpelste Stufe von psychologischer Brutalität. Du als Zuschauer bekommst Brutalität vorgeführt, nicht direkt, sondern mehr indirekt, mit einem Bezugspunkt zu einem bestimmten Verhalten, / Schmerz, / Stimulation im negativen Bereich. Egal, ob es emotional oder körperlich ist. Und das ist eben das, der was dich am meisten, das ist jetzt der Bereich, der was dich in Horror sowohl als auch Action am meisten zusammenkneifen lässt, wenn du so etwas bekommst. Und nicht einfach nur quasi, oh, Gore! Warum? Weil blutig, weil Gedärme. So, dazu hast du keinen Bezug. Deswegen finde ich mehr oder weniger so Sachen wie zum Beispiel High School of the Dead mehr als lustig als irgendwas anderes. Ich finde einfach nur so. Dermaßen over the top ist. Es ist eine Harem-Comedy. Und alles so, oh, das ist ja volle Hardcore-Horror. So, nein. Empfinde ich aber auch nicht als irgendwie Horror. Wenn du Hardcore-Horror haben möchtest, die Resident Evil-Filme, die sie rausgebracht haben, die Anime-Filme, sind richtig gut, was das angeht. Also die Resident Evil-Animes sind diesbezüglich besser. Die kennen nur die grauenhaften Mila Jovovich-Versionen und die komischen CG-Sachen. Ich rede von den CG-Sachen. Die sind schrecklich. Wo sind denn die gut, um Himmels Willen? Ich finde sie immer noch besser als die höllische Jovovich. Ja, das ist halt nicht schwer, aber wirklich deswegen sind sie noch lange nicht gut, finde ich, weil wo sind denn die, die klingen so, die sind so auf dem Mund offen und Kopfwackelniveau. Obwohl, wenn ich da, ich muss sagen, der Mamba ist am besten immer noch mit den, mit der komischen Mädchenschule da. Der ist wirklich böse, weil da hast du ja teilweise Mädchen verschwinden und dann das und jenes. Das ist schon böser, ganz besonders, weil dann auch der Professor, der ja auch noch Onkel ist, von dem Schüler da ihn dann töten soll und alles. Das ist schon ein bisschen böser. Da muss ich sagen, da hat der Mamba ein bisschen mehr zu bieten. Aber es ist auch so, Resident Evil ist halt ausgelutscht. Kann man auch mal ein bisschen lassen wieder, aber ja, okay. die alten Sachen waren noch wirklich gut. Aber trotzdem, okay. Man hatte. Lass mal das einfach. Ich lasse Leute ausreden. Wenn du was zu sagen hast, sag's. Ich muss sagen, wenn ich was sagen darf, psychische Gewalt ist einfach was Geiles. Ganz besonders, wenn du wirklich einen vernünftigen Anime haben möchtest, aber was Vernünftiges mit Tiefgang, statt nur Gore, Titten, bla, was wir früher nie so wirklich hatten. Ich weiß nicht, wenn ich bedenke, Candidate for Godness, wo du dann bloß siehst, wie der, wie die Ingrid zerstört wird und nicht der Kämpfer selbst, also der Pilot. Aber du dann drinnen siehst nur, der Pilot hat auch Schmerzen, wo du dir denkst, muss wehtun. Und so ist es auch bei bestimmten anderen Sachen. Alles, wo du Neuroverbindungen hast und wo dann du nur siehst, wie der Roboter zerfetzt wird. Und du dann aber am Ende dir so denkst, irgendwie muss der da drinnen sein, nicht gerade gut drauf sein gerade. Das ist dann wesentlich effektiver, als wenn du direkt dieses, das ist genauso mit dem Entry-Plug gewesen. Wo Toji's Entry-Plug verkehrt wurde. Ja, okay. Können wir einmal vielleicht aber einmal 10 Minuten ohne Evangelion auskommen? Wäre das aber möglich? Entschuldige.
Ich weiß, dass du ein großer Fan von Evangelium bist. Nein, ich auch, aber ich versuche mir ein bisschen von den Nonsens zu distanzieren, weil wir kommen zu oft an diesen Punkt wieder. Das ist, ja, das war keine Absicht gerade. Das ist, eine zu große Beispiel. Singularität. Das werden langsam, glaube ich, die Leute langsam ein bisschen aggressiv. Nee, ja, aber ich glaube, wir sind jetzt lange genug herumlamentiert wieder mal. Ich glaube, wir schließen heute mal ab. Also, das war zu viel diskutieren. Naja. Hey. Wir haben genug Material. Das nächste Mal wieder ein, wenn es da ist. 7 Tage, 7 Köpfe. Ja. 7 Tage, 7 Buttplugs. Kein Arsch bleibt offen. Klingt komisch, ist aber so. Genau. Darmverschluss mit uns. Okay, passt. Passt dann. Danke ich mir auf jeden Fall bei Neo Kamuin. Jo, ciao. Und bei Devin fürs Hereinschneiden, Hereinstöbern bei uns hier und für den lustigen Beitrag und den guten stimmischen Untermalungsbereich, den er hier geliefert hat. Immer wieder gerne. Yeah. Na dann, bis zum nächsten Mal. Autsch, die Pancho. Ja, ungefähr so. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir tun es die ganze Nacht. Ich sag's ja immer, die Menschen sind klasse. Ja, ganz besonders mit Currysoße. Mhm. Lecker.